Hallo und herzlich willkommen hier bei Frisch wie Toastbrot, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal. Heute gibt es für euch die Top 5 der coolsten Yu-Gi-Oh! Protagonisten, die es je gegeben hat. Natürlich ist das nur meine persönliche Meinung, deshalb freue ich mich auf eure Lieblingsspieler in den Kommentaren. Wir fangen gleich an mit Pharao Atem. Ihn müssten eigentlich alle Yu-Gi-Oh! Spieler kennen. Er ist Erbe des sogenannten Millennium-Puzzles, das vervollständigt werden muss. Er überlebte verschiedene Dynastien und wird später als zweites Ich von Yugi auftreten. Er spielt das gleiche Deck wie Yugi und somit in den späteren Staffeln auch die Götterkarten. Als zweites haben wir Seto Kaiba, ein guter Freund Yugis, der die ganze Staffel hindurch immer einen kühlen Kopf bewahrt und eigentlich immer den Durchblick hat. Seine Lieblingskarte ist natürlich der weiße Drache, den er nie aus den Händen geben würde. Der nächste Protagonist heißt Yusei Fudo. Er war eine Hauptfigur in der Yu-Gi-Oh! 5Ds Staffel und ist sehr sozial veranlagt. Immer wieder kann man sehen, dass er sich für Schwächere einsetzen will. Sein Äußeres macht ihn zu einem sehr interessanten Spieler, denn er besitzt das sogenannte Drachenmal. Seine Lieblingskarte ist übrigens der Sternstaubdrache. Beim nächsten Charakter handelt es sich um Bakura bzw. Yami Bakura. Von ihm haben wir hier auf dem Kanal ja schon einige Duelle gezeigt und er ist der böse Geist des Millennium Rings und übernimmt so an einigen Stellen die Kontrolle über Ryo Bakura, um durch ihn alle Millennium Teile einsammeln zu können und so die Finsternis über die Welt zu bringen. Gerade die Tatsache, dass er zu den bösen Protagonisten zählt, macht ihn zu einem der interessantesten Spielern in Yu-Gi-Oh! Jetzt kommt mein persönlicher Favorit. Schon von Anfang an, als diese Person die Yu-Gi-Oh! Welt betreten hat, fand ich sie am besten. Es handelt sich hier um Marek Ishtar. Er ist das Erbe der Grabwächter und besitzt somit die Kraft, seine Gegner durch sein starkes Deck in Grund und Boden zu prügeln. Der schlimmste Moment in der Staffel für ihn war sicherlich der, bei dem Marek seinen geflügelten Drachen des Ra's und seinen Millenniumstab an seinen Erzfeind Yami Marek abgeben musste. Wir freuen uns über eure Vorschläge. Was denkt ihr, wer ist der beste Yu-Gi-Oh! Protagonist in der Yu-Gi-Oh! Welt? Wir freuen uns auf eure Meinung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.